Was für ein Abstiegskrimi direkt am ersten Spieltag der Rückrunde. Bremen empfängt zu Hause Hertha. Ja, ein Punkt Unterschied. Das ist ja mal gar nichts. Und dementsprechend wird es hier, denke ich mal, auch gleich richtig heiß hergehen. Am Ball, ihr seht es, ist Max. Ja, hoffentlich auch wieder erfolgreich. Ne, das hoffe ich mal nicht. Ich übernehme die Bremer als Nordkind. Natürlich eine Ehre. Die hier. Sag mal, du hast mir gerade meinen Zeitfallzieher geklaut. Ich weiß. Eine Ehre, die hier vertreten zu dürfen. Und hoffentlich erfolgreich aus der Krise zu führen. Bam, jo, da geht's schön los. Eben gerade ja ganz bitter verloren mit Schalke gegen Hannover. Was war jetzt? Okay. Ja, in der letzten Minute pfeift der Schiedsrichter eine Riesenchance ab, anstatt nochmal ein bisschen weiterlaufen zu lassen. Total ärgerlich. Das bedeutet, ich habe hier ein bisschen was wieder gut zu machen. Und das will ich mit ein bisschen mehr Brutalität unbedingt erreichen. Boah, gute Chance. Also mehr Zweikämpfe führen. Sich schneller da reinschmeißen in den Ball. Und ja, hier auch mal durchsetzen eigentlich. Nein. Schade. Auch mal irgendeinen umhauen, wenn es sein muss. Schön gespielt. Nils Petersen setzt sich aber nicht durch. Weg damit. Ah, da muss einer dran glauben. Bam. Ach, kein... Nee, okay, komm. Wow, was ist denn hier los? Nee. Boah, Mann. Ja, das hat man denn davon, wenn man mal so richtig in den Zweikampf geht. Da fliegt man sofort. Scheiße. Aber vielleicht ist das nochmal ein extra Motivationsschub. Mal schauen. Ja, wow, das ist ein Motivationsschub. War das abseits? Ja. War es. Oder faul. Abseits. Oh, jetzt schon die rote Karte. Das wird schwer. Ja, toll, wenn ich nach unten drück. Klar. Richtig toll. Wow! Oh. Tor! 1 zu 0. Kravum. Boah. Scheiße. Das war eine Rakete. Na, es geht doch. Wow. Bam. Boah! Hört mir auf, Freunde! Ja, unhaltbar! Unhaltbar für den Keeper! Mit links, aber auch wenn ich mal irgendwann in sich ja mit links so schießen könnte. Das wäre ja ein Traum. Petersen freut sich hier über die Führung! Hey. Was ist denn jetzt? Gute Frage, ich weiß es nicht. Hä? Was soll das jetzt? Verstehe ich nicht ganz. Ich hab die... hab ich dich jetzt umgehauen oder was? Ich war doch noch gar nicht so weit. Weiß es nicht. Petersen. Da haben wir den Torschützen. Oh, das macht er geschickt. Das macht er sehr geschickt. Ah! Ah! Ja, weiter, weiter! Oh, scheiße. Ärgerlich. Hast du... Yo, weg damit. Ist natürlich echt blöd, dass wir einen Mann hier weniger haben. Das wird schwierig gegen Max in der Defensive. Oh. Ja, da sehen wir schon wieder seine Stärke hier. Vernascht gerne mal 1-2 Gegenspieler. Oh, dann muss ich jetzt aufpassen. Nichts. Du solltest spielen. Warum drücke ich denn darauf?
Kacke. Einer davor, einer da. Abseits, abseits, abseits. Okay. Ganz ruhig, Jungs. Wirklich ganz, ganz ruhig. Wir dürfen den Ball nicht so schnell verlieren. Das ist wichtig. Naja, das war jetzt geschenkt. Oh, schön durchgesetzt. Pedersen. Wow, ist der stark drauf heute. Ah, ich dachte, ich probiere es mal. Gab leider nicht den erhofften Freistoß. Prödel. Oh, Mann, so habe ich gar nicht... Ah, Max ärgert sich. Der ist unzufrieden. Ja, ich verstehe es nicht. Gerade so ein paar Bälle, die regen mich auf. Hey, die müssen wir haben. Oh, das ist so einfach. Gut dazwischen gegangen. Pedersen, schneller drehen. Wichtig. Weg. Oh! Nee! Oh, super eingeschoben von Max. Das sah ganz locker flockig aus. Ja, da hat man denn den fehlenden Mann in der Defensive direkt entdeckt. Ah, schöner Schuss. Super platziert. Okay, 1:1. Wir machen das ja nicht so verkehrt. Vielleicht jetzt wieder ein paar offensive Aktionen folgen lassen. Wäre zumindest wünschenswert. Pedersen. Der stärkste Mann hier bisher. Ah! Schade. Hey. Oh, da soll einmal aufpassen. Einer mal hin. Genau so. Oh, mein Auge juckt. Scheiße. War mal ganz kurz. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich den Ball verloren. Bist du bereit? Ja. Gut, klar. Machen wir weiter. Nee, da, nee, da. 5 Minuten noch. Auf der Uhr. Boah. Boah. Und da war fast die Führung für die Gäste. Ja! Ja! Was war das? Den habe ich ja selber geklärt. Hä, was war das? Ey, sowas muss man nutzen. Besonders in Unterzahl. Auch schön gerettet. Und dann abseits. So, Jungs. Letzte Aktion, hä? Oh Gott. Was war das denn? Nee. Da müssen wir nochmal einen nachsetzen. Genau. Genau. Scheiße, du Hund. Oh. Fuck it. Durchziehen. Na, aber nicht rot. Ne? Komm, gelb, ja, aber nicht rot. Zeig jetzt die Karte. Mist. Na, ich glaube, ich werde nochmal umstellen. Ah, gut von Wolf gehalten. Können wir nochmal kontern? Ein Versuch ist es wert. Ne. Er wird abgepfiffen. Also seit einer halben Stunde in Unterzahl. 1:1. Mal sehen, wer von den Werten her vielleicht ein Ticken besser ist. Oh, da führst du aber deutlich. Was? Ich hatte nur einen Schuss? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 2 Kämpfe liegst du auch vorne. Also, ja, die ersten
5 Werte dominierst du. Fouls bin ich natürlich besser. Gelbe Karten, rote Karten, das ist klar. Abseits liegst du vorne. Schussgenauigkeit bin ich da bei 0%. Also, hä? Da, also, da ist auch irgendwas falsch. Passgenauigkeit 56, bei dir 66. Komisch. So, hier, komm. Wie machen wir's? Du kommst dahin. Wechseln wir vielleicht hinten nochmal aus? Ja. Gut. Dann beginnen wir die zweiten 45 Minuten. Hast du irgendwas gemacht, Max? Nee, aber meine Spiele haben nicht mehr die ganze Leistung, die sie ja hätten haben sollen jetzt. Genau. Petersen, super. Schießen! Warte, ich glaube, da ist einer verletzt. Oh, okay. Ah, Mist. Nee. Glück gehabt. Gut. Weiter geht's. Aufpassen, genau. Spielen. Das war scheiße. Oh, Freunde, das ist so einfach. Hoch, hoch, hoch. Wow, gefährlich. Ecke für die Berliner. Torwart muss er haben. Vorne stand keine Sau. Ist auch keiner richtig gelaufen. Oh, Petersen, Mann! Ja, verlängern. Gut. Da dein Mann in guten Zeiten, Petersen. Dein Mann in schlechten Zeiten, Petersen. ja. Ey, aber... Boah. Aber eben gerade hätte es eigentlich einen Freischuss geben müssen. Hast mich voll umgehauen. Hat der Schiedsrichter nicht gesehen. Komm weiter. Durchsetzen, Jungs. Besseres Zeug. Ran? Na, es geht doch. Nee, ja. Oh, warum macht denn da der zweite Spieler nicht mit? Das ist jetzt richtig ärgerlich. Torwart. So, und ab dafür. Ach, scheiße. Was machst du denn da? Hä? Oh. Abfassen. Ah, gegenseitig hier behindert. Oh, schön gesehen. Und erstmal geklärt. Nun kontern. Das dauert so lange. Ja, na, es fehlt so ein bisschen was. Es fehlt so ein bisschen was. Aber ich glaube, ich muss irgendwie auch die Formation ändern, offensiver stellen. Na? Boah, was für ein Schuss. Schieber hier, fast mit dem Doppelpack. Nicht verkehrt. Jetzt. Ja, das will ich eigentlich auch gar nicht. Konzentrieren. Und umhauen. Und Spiel. Was machst du denn? Oh, ja. Wolf. Na, Gott sei Dank. Fehler wieder ausgebügelt. Verlängern. Nicht so. Hoch. Gut. Weiter. Na, das kann doch nicht wahr sein. Sehr schön. Aber scheiße gemacht, Petersen. Du bist doch ein Idiot. Alter, warum läuft der zurück? Der hätte nach vorne sprinten müssen. Und jetzt werden wir hier ausgekontert, oder wie? Nee. Ja. Ja. Ach, ist das bitter. So, Jungs, jetzt reißt euch zusammen. 1:1 ist schon mal nicht schlecht, wenn man so lange Zeit in Unterzahl ist, aber ich will ja zumindest noch mal aufs Tor schießen. Boah. Schwach vom Keeper diesmal. Das war unnötig. Super. Auch nicht schlecht. Bartels. Wird gestoppt.
Schade. Oh, traumhafter Pass. Ja, Boah. Konter. Oh, sag mal. Kontern. Normal heißt es, der Ball ist schneller als ein Spieler. Freistoß. Ja, ich merke viel davon. Gut gesehen. Wo passt der hin? Weiß ich nicht. Vielleicht eine Flanke mal. Boah! Ja! 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 2:1 Führung! Laut Statistik war es der erste Schuss, glaube ich. Oder der zweite. Ah! Na endlich mal! So, Bremen führt trotz Unterzahl nach wie vor. Ah, da kamen wir endlich mal vors Tor und haben die Chance direkt genutzt. So, keine 10 Minuten mehr. Offiziell. Nachspielzeit, lassen wir uns überraschen. Müssen wir aufpassen. Du solltest quer spielen. Was ist jetzt? Was war jetzt? Abseits? Ach, der war sogar noch ein Abo. Naja. Okay, volle Konzentration. Wir werden das schaffen. Wir werden das schaffen. Oh. Oh. Aufpassen. Hoch. Weg. Oh. Warte mal. Ich muss hier kurz. Na. Ich muss hier kurz mal wechseln. Das geht ja so nicht. Die können nicht mehr. So. Frische defensive Kräfte. Oder hier vielleicht ein. Nee. Defensiv. Ja. Ja. Ah, ich bin am Überlegen, ob es nicht sogar besser wäre, das so zu machen. Okay. Wechselst du auch nochmal? Nö. So, ich nehme einen Stürmer raus. Dann haben wir zumindest die Defensive wieder komplett hergestellt. Pedersen nun alleinige Spitze. Oh. Was ist das denn für ein Idiot, ey? So, weit nach vorne damit. Pedersen, da ist er. Nicht. Boah. Laufen lassen, na Gott sei Dank. Bartels. Da läuft keine Sau mit. Also, was soll denn Bartels da machen? Ich meine, ich habe jetzt auf defensiv gestellt, aber Pedersen könnte ja zumindest mehr helfen. Ja, komm, zieh durch. Jetzt. Nochmal angreifen. Pedersen. Nein. Der wird noch gestoppt. Ja, die Fans wollen, dass abgepfiffen wird. Und das macht der Schiedsrichter auch. Boah. Das waren jetzt... Ja, 75 Minuten in Unterzahl und trotzdem erkämpft sich Bremen hier 3 Ziele. Meine Güte, das hat man an der Weser aber auch schon länger nicht mehr gesehen. Ganz, ganz wichtige Zähler hier im Abstiegskampf. Damit werden die Berliner erstmal überholt und wir sehen's, die hatten deutlich bessere Chancen und auch viel, viel mehr.
Schussgenauigkeit, da liege ich mal vorne. Ansonsten ja nur bei den Fouls. Ja, also 2:1 endet dieser Abstiegskrimi.